Leute, willkommen zurück zu Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele, an diesem wunderschönen Pfingstmontag. Ja, da ich heute nicht so viel zu tun habe, eigentlich ist ja ein Feiertag, ne, habe ich mir offiziell die Freiheit genommen, hier ein bisschen weiter zu durchforsten. Wir haben uns das Bild im letzten Part angesehen. Jetzt schauen wir mal das Diplom an. Roberts Medizindiplom. Okay, er ist offiziell, nur ist relativ, aber er ist offiziell ja Arzt, wie wir wissen. Anatomie. Anatomie. Kennt ihr den Horrorfilm Anatomie? Okay, eine Kakaodose. Darin war ein kleiner Schlüssel versteckt. Okay, nice. In einigen Reagenzgläsern sind Lösungen von unterschiedlicher Farbe. Vielleicht hat Robert daran gearbeitet. Die Flüssigkeiten riechen ziemlich übel. Boah, Pisse, Kacke. Ein Medikament. Ich lasse lieber die Finger davon. Ja, würde ich auch so sagen. Sie ist abgeschlossen. Sie ist abgeschlossen. Gut, dann benutzen wir halt mal den kleinen Schlüssel hier. Ach so, können wir die untere auch gleich aufschließen? Ja, wäre unlogisch, wenn nicht, ne? Ah. Das sieht aus wie ein Wertpapier. Hier ist sonst nichts. Nur Papiere und ein Buch. Okay, dann schieben wir es wieder zurück. Ganz einfach. Sophie, Roberts Frau. Sie hat ihn vor vielen Jahren verlassen. Ja, wahrscheinlich, weil er zu viel gearbeitet hat, ne? Das nennt man dann wohl Workaholic. Ja, so. Das Zimmer ist eigentlich so gesehen recht sympathisch. Also mir zum Beispiel, mir zum Beispiel ist es sehr sympathisch. Ich bin müde, aber ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Okay. Sicher könntest du dich ausruhen, Samuel, wenn du müde bist. Medizinische Literatur. Medizinbände. Es hat keinen Sinn, die alle durchzublättern. Die meisten davon sind lateinisch. Mhm. Ja, Latein ist eine verdammt schwere Sprache. Also zumindest, was ich so mitgekriegt habe. Genau 12? Funktioniert wahrscheinlich nicht. Ach so, ich kann das steuern. Hey, wie cool ist das? Ja, aber solange ich nicht weiß... Ach so, nee, das wollte ich jetzt nicht. Nee, solange ich nicht weiß, was ich hier genau machen muss, schaue ich mich lieber noch um. Eine Studie des menschlichen Gehirns. Sehr interessant, ja. Robert hat dieses Buch aufgeschlagen. Jetzt wird er es nie mehr zu Ende lesen. Mhm. Ja gut, nach all dem, was war, ich weiß nicht, ob Samuel da noch so sehr hinter ihm steht. Okay, wer genau ist das oder war das? Können wir das irgendwie... Ach so, wer kann denn das Papier noch durchlesen, oder? Irgendein Wertpapier. Seltsam. Es steht nichts drauf. Vielleicht irgendeine Geheimschrift. Okay, also da können wir quasi nichts machen. Moment mal, es gibt ja diesen Trick mit dem Licht, ne? Schauen wir uns mal die Lampen an. Sie spendet ein seltsames grünliches Licht. Sie spendet ein... Okay. Sie spendet ein seltsames grünliches Licht. Weil was nämlich mir aufgefallen ist, hier steht MCXXX. Also das MCXX. War ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. Kann man hier rechts klicken? Das war nee. Ein... Und hier... Ja, ich versuche jetzt einfach mal was, weil normalerweise ist es so bei so einer Schrift, wenn man es gegen das Licht hält, dass man es dann besser lesen kann. Probieren wir es einfach mal. Sechs, ah. Drei, null, null, acht, eins. Ah, okay.
Wartet, Leute, das fotografiere ich mal eben mit dem Handy, weil nicht, dass ich das wieder vergesse irgendwie. Jawohl. Nee, das interessiert mich nicht, dass ich das immer auswendig weiß. So. Und was genau mache ich jetzt mit der Kombination? Hat das irgendwas? Die Uhr nochmal. Ja, die Uhr muss hier auf alle Fälle ausschlaggebend sein. Ach so, ich kann das einfach so. Moment mal, was ist das da oben? Okay. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich zu tun habe, wäre es halt auch nicht so verkehrt, sag ich mal, ne? Und warum können wir das Bild noch immer anklicken? Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Es ist trotzdem. Also normalerweise, wenn wir jetzt hierher kommen, müsste normalerweise, wenn es noch immer anklickbar ist, müsste normalerweise ein Rechtsklick. Okay, dann sehen wir es uns nicht so an, sondern wir machen es so. Ja, ich habe doch hier eh schon. Da ist ja nichts mehr. Ja, außer eine Brille halt, aber sonst ist ja hier nichts mehr, oder? Warum? Ja, ich bin ehrlich gesagt wieder mal etwas überfragt, weil das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, dass hier diese römischen Zahlen stehen. Was genau heißt das? MCXX. Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. Ja, und was genau? Das war ein... Okay, Leute, ich schaue jetzt mal eben auf dem Handy, was genau MCXX auf Römisch heißt. Moment, ich hab's gleich. Ach so. Okay. Okay. Alles klar. Ja, vielleicht war das jetzt ein wenig geschummelt, aber woher soll ich das wissen? Ich kenne mich ja mit römischen Zahlen überhaupt nicht aus. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das irgendwie hier eintippen müssen. Nein, eigentlich will ich den da, genau. Ach so, ich muss das so machen, alles klar. Ja, weil die Uhrzeit, weil wenn es nach den römischen Zahlen geht, heißt es nämlich 11.20 Uhr. So, und jetzt. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Anders kann ich es mir gerade irgendwie nicht erklären, weil. Ein geheimer Bücherschrank. Robert hatte mehr Geheimnisse, als man vermutet hätte. Ja, warum nicht? Er ist Arzt, ne? Okay, ich nehme mal an, dass wir hier die Kombination brauchen von diesem Zettelchen. Das heißt, wir schauen jetzt mal die Kombination. Das waren. Was? Kann man das irgendwie. Nee, kann man nicht. Moment mal. Hä? Wie geht denn das bitte, ey? Sechs, sieben. Wie soll man das denn bitte richtig eingeben? Ich meine.
Ach, so funktioniert. Okay, ich brauche noch mal eben die Fotos. Ach, so funktioniert das. Ich muss nur so lange klicken. Alles klar. Das heißt hier 6, dann hier. Ja, hier kommt die 3. Ich hoffe zumindest, dass das die richtige Kombination ist. 0. Achso, das. Ah, scheiße, das hatte ich ja schon. Ja, sorry. Ich bin manchmal so übereifrig, dass ich das einfach nicht checke. 0, 8 und hier kommt 1. Das ist die richtige Kombination. Ja, super. Was bekommen wir da jetzt? Tagebuch? Testament. Ah, cool. Ich, William Gordon, vermache hiermit mein Hab und Ich, Gut an William folgende Gordon, vermache hiermit mein Hab und Gut an folgende Personen. Meiner lieben Victoria vermache ich mein persönliches Eigentum und den Schmuck und die Wertsachen der Familie, da sie ihr und ihren Erben rechtmäßig zustehen. Meinem Enkelsohn Samuel Gordon übertrage ich hiermit das Schloss Black Mirror mit allen dazugehörigen Ländereien. Ihm übertrage ich ebenfalls die Verwaltung unseres Familienwohnsitzes. Möge er sich wohl darum kümmern, da ich es nicht länger kann. Meinem geliebten Sohn James übertrage ich das Wohnrecht an seinem Geburtsort, so lange er wünscht, bis zu seinem Lebensende. Damit hoffe ich, es wenigstens teilweise wieder gut zu machen, dass du in völliger Einsamkeit hast leben müssen, mein lieber James. Und zuletzt, nach sorgfältiger Überlegung, habe ich beschlossen, meinem erstgeborenen Sohn Robert das Recht auf das Eigentum unserer Familie zu verweigern. Er behält jedoch das Recht auf sein persönliches Eigentum und auf die Gegenstände, die er in unserem Familienwohnsitz genutzt hat. Ich weiß, dass dir die Gründe für meine Entscheidung wohl bekannt sind, Robert. In meinen Augen bist du nicht mehr würdig, den Namen Gordon zu tragen. Diese Entscheidungen treffe ich aus freiem Willen und im besten Gewissen. William Gordon. Williams Testament sollte offenbar niemand sehen. Robert, jetzt wird mir klar, dass ich dich überhaupt nicht gekannt habe, du Schwein. Ach du Scheiße, ich meine, was hat denn Robert angestellt? Das abgesehen das mit dem Sanatorium, ne? Roberts Ach du Tagebuch. Scheiße. Ja, das wird jetzt 2. interessant. Mai. Morgen werde ich Dr. Herman in der Leichenhalle besuchen. Wenn er das verstanden hat, was ich ihm in meinen Briefen geschrieben habe, dürfte es nicht sehr schwer sein, ihn zu überzeugen. Dürfte es nicht sehr schwer sein, ihn zu überzeugen. Ich glaube, er ist der Richtige. 3. Mai. Der Besuch bei Herman hat meine Erwartungen erfüllt. Unser geheimes Abkommen wird weitere Fortschritte bei meiner Forschung erheblich erleichtern. Wie erwartet, war es nicht sehr schwer, ihn zur Mitarbeit zu überreden. Herman versteht, dass im Namen der Wissenschaft und der innovativen Forschung manchmal Opfer gebracht werden müssen. Er hat sich bereit erklärt, sich schon morgen um die erste Lieferung zu kümmern, was perfekt in meine Pläne passt. Wenn er nicht wäre, wüsste ich nicht, wie ich diese verdammten Leichen weiterhin loswerden würde. Ein paar Leichen spurlos verschwinden zu lassen, dürfte für einen Pathologen wie ihn kein Problem sein. Jetzt kann ich endlich mit der Testreihe fortfahren. 8. Mai. Die bisherigen Tests haben nichts gebracht und mehrere Monate Arbeit haben sich als völlig umsonst herausgestellt. Wo um Himmels Willen habe ich einen Fehler gemacht? Wo? Ich habe alle Bestandteile 1000-mal durchberechnet und habe einfach keinen Schimmer, was daran falsch sein könnte. Langsam zermürbt es mich. Es dauert viel zu lange. Und mit jedem neuen Tag habe ich mehr Angst, dass die Sache auffliegen könnte. Es war ein Riesenglück, dass ich im richtigen Moment Herman zur Kooperation überreden konnte. Entweder ich muss die Zusammensetzung der Substanz verbessern oder die Dosis erhöhen. Sonst komme ich nicht weiter. Ja, das ist es. Die Zusammensetzung ist richtig. Ich muss nur die Dosis erhöhen. Ja, ich hätte schon früher damit anfangen sollen. Morgen werde ich die Konzentration um 100% erhöhen.
9. Mai. Ich habe die höhere Konzentration 2 Probanden verabreicht. Jetzt muss ich mehrere Tage warten, bevor ich präzise Messungen vornehmen kann. Wenigstens kann ich mich jetzt von den ganzen Berechnungen und Tests ausruhen. 12. Mai. Ich habe gedacht, dass ich in den nächsten Tagen keine Notizen machen müsste. Aber heute habe ich mit James gesprochen. Er hat sich anders als sonst benommen und von Sachen gesprochen, die nie ans Tageslicht kommen dürfen. Er weiß zu viel über meine Forschungsmethoden und könnte mich entlarven. Und noch schlimmer. Man würde ihm glauben. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Eingeschlossen in seiner Zelle versucht er, mich in die Ecke zu drängen. So eine Ironie. Nie zuvor habe ich Gewaltanwendung in Betracht gezogen. Aber er gefährdet meine Anstrengungen und alles, was ich bisher erreicht habe. 13. Mai. Die Situation ist offenbar schlimmer, als ich dachte. Die Oberschwester hat mit James gesprochen und nun schlug sie selbst vor, dass wir ihn vorläufig entlassen sollen. Es war nicht leicht, sie davon zu überzeugen, dass James wegen seines Leidens dort bleiben muss, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, was er ihr erzählt hat, damit sie ihm glaubt. Aber ich befürchte, dass er ihr das nächste Mal alles sagen könnte. Das darf nicht geschehen. Er ist nicht der Idiot, für den ich ihn gehalten habe. Ich muss ihn irgendwie loswerden. 15. Mai. Alles, was ich früher einmal fest in der Hand hatte, droht jetzt wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Erhöhte Dosen haben keine Wirkung. Ich habe alle Messungen 2-mal überprüft. Ich weiß nicht weiter. Die ganze Sache mit James droht aufzufliegen. Er darf niemals nach Black Mirror zurückkehren. Ich werde das tun, was getan werden muss. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, nur eine Lösung. Ich werde die Berechnungen über den Haufen werfen und die Konzentration des Wirkstoffes um weitere 100% erhöhen. Ich weiß, in wessen Venen ich diesmal das Serum injizieren werde. Herman hat also die ganze Zeit Roberts Experimente verschleiert. Die Leichen der Patienten endeten in seiner Leichenhalle und niemand erfuhr von ihrem Schicksal. Wow. Also heißt es auf gut Deutsch gesagt, Robert wollte James umbringen, weil er von seinen Experimenten wusste. Ein Ring. Er ist bestimmt sehr alt. Dann ist er auch wertvoll. Okay, wieder was zu lesen. Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich... Außerdem war es nicht leicht, deinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Ich spüre, dass ich nun kurz davor stehe, sie in allen Einzelheiten zu erfahren. Und ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht nicht die Kraft haben werde, alleine damit fertig zu werden. Daher wende ich mich an dich, Samuel, denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Ich werde dir nach deinem Eintreffen alles Weitere erklären. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich spüre es. Ich habe Angst. William wusste etwas. Aber jetzt werde ich nie mehr erfahren, was es war. Vielleicht hätte ich ihm helfen können, wenn ich den Brief rechtzeitig erhalten hätte. Ich hoffe, du schmorst in der Hölle. Kannst du mich hören, Robert? Ach du Scheiße. Ja, Robert scheint mehr. Noch mehr Reagenzgläser mit dieser üblen Lösung. Also Robert scheint wirklich viel Dreck am Stecken zu haben. Was drin ist. Irgendeine Chemikalie. Das steht fest. Auf den Etiketten steht ein Datum. Monat für Monat. Also er wollte quasi James damit quasi vergiften.
Sehe ich das jetzt richtig? Ach du Scheiße. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als nochmal mit Victoria darüber zu sprechen. Ja. Weil hier gibt's ja meiner Meinung nach nicht mehr viel zu finden. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Was war das Ashbury-Gebäude, bevor es zum Sanatorium wurde? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe mich nie für diesen Ort interessiert. Warum fragst du nach so etwas, Samuel? Reine Neugierde. Es ist nicht wichtig. Ich glaube, einmal hat Robert erwähnt, dass es früher ein Krankenhaus für Cholera-Patienten war. Dieses Gebäude hat tatsächlich eine furchtbare Vergangenheit. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Ja, was sollen wir sonst noch? Williams Testament? Das Tagebuch? In den Ring sind alte Runen und lateinische Wörter eingraviert. Okay, das bringt uns also quasi nix, ne? Nicht zugestellter Brief an William. Ja, mit wem könnten wir jetzt rein theoretisch... Naja, Bates bringt uns ja jetzt auch nix. Na toll. Das ist mal wieder typisch. Also war Robert die ganze Zeit... Also er hat quasi James das alles anvertraut. Und... Er hätte James quasi getötet. Wenn es wirklich drauf angekommen wäre, ne? Brauchen Sie etwas, Sir? Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Ach so, ja, mit wem? Ja, gute Frage. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, mit wem ich noch reden könnte. Ich meine, Victoria hat uns ja nicht wirklich jetzt viel gesagt. Aber mich irritiert es noch immer, dass wir das Bild von diesem komischen Langhaartypen da in Roberts Zimmer, dass wir das zwar anklicken konnten, aber nichts mehr machen konnten. Irgendwas steckt hinter dem Bild, eindeutig. Ich weiß zwar nicht was, aber es muss irgendwas dahinter stecken. Ja, ich schau nochmal nach. Vielleicht sagt uns ja jetzt irgendetwas, nachdem wir das alles durchgelesen haben. Ja, ich kann trotzdem nichts machen. Das ist echt krass, Leute. Aber Ding sagt uns ja auch nichts, Victoria. Wie ich das hasse. Ich lasse sie jetzt allein. Ja, super. Ja, dann bleibt uns eh nichts anderes übrig, als nochmal nach Ashbury zu reisen, weil irgendwie... Keine Ahnung. Wo ist denn Ashbury? Ja, genau hier. Ja, das ist irgendwie seltsam. Wir können da aber auch noch nicht hin. Das heißt, wir müssten hier irgendwas übersehen haben im Zimmer. Nur was... Können wir den Ring vielleicht irgendwie beim Gemälde einsetzen? Natürlich nicht. Ja, hier können wir aber auch nichts mehr machen. Ja, mich irritiert das Bild extrem. Wer war das, Leute? Und nachdem uns Victoria auch nicht wirklich was sagen konnte, ist das schon wieder so ein Scheiß. Ja, schauen wir nochmal in den Safe, vielleicht habe ich irgendwas übersehen.
Ah, Patronen, die kann Kaliber ich auch anklicken. 3,5 mm. Okay. Sonst nix. Aber die können wir nicht einstecken. Ja, wir können den Safe noch immer anklicken. Aber das bringt uns ja im Endeffekt jetzt überhaupt nichts. Weil wir haben ja schon alles eingesammelt. Ja, nachdem wir jetzt die Patronen haben, vielleicht kann uns Victoria doch noch mehr sagen. Weil irgendwie, es irritiert mich. Ich rede später mit ihr. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, dann gehen wir mal ins Zimmer zurück. Vielleicht müssen wir erschlafen oder so. Was ich jetzt zwar nicht glaube, aber... Er hat ja vorher gesagt, ausruhen wäre jetzt eine Option, ne? Ja, super, die Schubladen können wir auch noch immer untersuchen. Film, Bibel, nee. Ist schon wieder uninteressant geworden. Kamin, Schüssel mit Wasser. Ja, scheiße, Leute. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Weil, ja, das ist schon wieder äußerst irreführend hier. Weil wir können ja ansonsten mit niemandem reden. Ja, ist egal, Leute, dann muss ich den Part wieder ein bisschen früher beenden. Ich wollte eigentlich 30 Minuten machen, aber genügen eh auch 26 Minuten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem soweit gefallen. Wir haben ja einiges erfahren jetzt. Das ist echt krass, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, beziehungsweise gefallen. Hinterlasst vielleicht einen Kommentar und einen Daumen hoch oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Bis dahin, macht's gut, Leute.